2020 ein, da sind wir uns einig, herausforderndes Jahr. Aber selbst mit Pandemie war doch nicht alles schlecht bis jetzt. Ne? Freie Autobahnen, wochenlang schulfrei und ohne Hose in Videokonferenzen. Herrlich. Ach ja, und die Sache mit dem Strom. Ja, egal bei welchem Anbieter man gerade ist, hätte es da eigentlich schon im Frühjahr richtig gute Nachrichten geben müssen. Deutschlands Wirtschaft fährt runter und mit ihr der Energiebedarf. An der Strombörse sank der Preis deshalb bereits um 30% innerhalb von nur einer Woche. Yeah, 30% billiger! Als ich das gehört habe, habe ich meinen 3000 Watt Sandwich-Toaster 24 Stunden am Tag durchlaufen lassen. Ja, bis mir einer gesagt hat, die Konzerne haben den Preisverfall gar nicht an uns Verbraucher weitergegeben. Ja, es ist wohl so eine Art Naturgesetz. Strompreise kennen nur eine Richtung. Seit der Liberalisierung des Strommarktes in Deutschland sogar erst recht. Jahrelang hieß es, wir sollen zum Sparen so oft wie möglich den Anbieter wechseln. Alles andere wäre total doof. Plötzlich ist die Wechselei aber gar nicht mehr gefragt. Im Gegenteil, viele Wechsler, die Prämien und Boni mitnehmen, werden sauber ausgebremst. Im Schnitt wird inzwischen jeder Zehnte ohne Angabe von Gründen abgelehnt. Also eine Begründung habe ich nie bekommen. Ich habe dreimal angerufen und die Antworten waren alle ausweichend. Wir können entscheiden, ob wir jemanden nehmen oder nicht, und wir haben uns gegen sie entschieden. Weil wir dich nicht mögen, du Wechsler! Dabei haben manche Kunden den permanenten Preisvergleich inzwischen zum Sport oder sogar zu ihrer eigenen Religion gemacht. Die lieben das. Nicht auszudenken, wenn man denen das wieder wegnimmt. Das hätte verheerende Folgen für eine ganz bestimmte gesellschaftliche Gruppe. Jawollo! Schon wieder 4 Cent gespart. Pensionierte Studienräte mit zu viel Tagesfreizeit. Nimm ihnen den Tarifvergleich und ihre Frauen werden es büßen. Renate, ich sehe gerade, beim Aldi Rostock kosten die Zwiebeln 12 Cent weniger. Und das sind nur 300 Kilometer Fahrt. Und am Schluss landen sie natürlich bei Querdenken. Wollen wir das? Rettet den Tarifvergleich. Ja, alles andere wäre Wahnsinn. Das können wir nicht wollen. Viel Wechseln wird der Wechsel erschwert. Nur weil die Stromanbieter sich mit ihren bescheuerten Lock-Dumping-Angeboten gegenseitig ins Knie schießen. Wenn das so weitergeht, muss man seinem Stromkonzern bald so eine Art Treueschwur leisten, wie so ein Gelöbnis bei der Bundeswehr. Hiermit gelobe ich der Firma Vattenfall ewige Treue. Ich schwöre, meinen Strom nie wieder von einem anderen Anbieter zu beziehen. Wer seinen Strom bei Yellow kauft, ist geizig und hat einen kleinen Penis. Hat was. Traurige Pointe am Rande, einkommensschwache Familien, Hartz-IV-Empfänger, die preiswerten Strom also besonders gut gebrauchen könnten, ja, hängen oft im teureren Grundversorgertarif fest, weil die hippen Billiganbieter sie nicht nehmen, wegen Schufa-Eintrag oder so. Knapp 300.000 Haushalten wurde 2018 der Strom abgestellt. Manche mussten ihren dann selber machen. Schlimm, schlimm. Tatsächlich haben 85% der mehr als 800 Grundversorger laut Verivox in diesem Jahr den Preis erhöht, nicht niedriger gemacht, erhöht. Live zugeschaltet ist jetzt Sebastian Puffpaff. Er ist Geschäftsführer meines Stromanbieters. Herr Puffpaff, warum die Erhöhung? Danke für die Frage. Ich hätte sie mir sonst selber gestellt. Was soll ich sagen? Es sind schwere Zeiten, gerade für den kleinen mittelständischen Fairtrade-Stromkonzern von nebenan. Wir von Puff Power, geiler Strom für dein Zuhause. Uns hat's da einfach eiskalt erwischt. Corona. Da wird ja in einer Tour berichtet, wie schwer es die Pflegekräfte angeblich haben, was alles schlimm ist. Aber was wir Stromerzeuger durchmachen, da klatscht keiner vom Balkon, ja? Die Großverbraucher, die Industrie, alle haben wegen Corona die Produktion zurückgefahren. Letzten Endes ist der Grund für die Preisentwicklung, dass ein ganz wichtiger Verbraucher, nämlich Gewerbe und Industrie, massiv weniger Strom verbraucht. Und über die Umlagemechanismen der Netzentgelte oder beim Erneuerbaren Energiengesetz muss jetzt dieses Geld auf eine andere Kundengruppe stärker umgelegt werden. Ja, und da raten Sie doch mal, welche Kundengruppe das sein könnte. Na? Bingo, der ganz normale Dödel von nebenan. Wieso denn ich? Wenn der Strompreis an der Börse steigt, zahle ich mehr. Und wenn er sinkt, dann auch?
Also ich höre immer nur ich, ja? Wir haben Corona, da hält man zusammen. Da heule ich nicht rum wegen so ein paar Cent. Dieses Jahr hatten wir halt sehr viel Sonne und Wind, Ökostrom. Ne? Den feiern Sie doch immer in Ihrer grünverseuchten Schlafschafshow. So, für den gibt es aber einen Festpreis und die Differenz zum Börsenpreis übernimmt nun mal wer? Na? Ja, ich hab's ja kapiert. Ich. Verbraucherschützer sagen aber, selbst die EEG-Geschichte rechtfertigt nicht eure Preiserhöhung. Ja, so, pass auf. Erstens, und das können Sie nicht wissen, weil Sie gedanklich auf DDR-Niveau geblieben sind, in der BRD erhöhen wir den Preis, wenn wir Bock drauf haben. Zweitens, Preiserhöhungen sind überhaupt kein Problem, wenn man es den Verbrauchern schonend beibringt. Wir haben heute eine sehr gute Nachricht für Sie. Ihr Strompreis wird aufgrund Ihrer Treue und unserer Einkaufspolitik noch günstiger. Doch beim genauen Lesen zeigt sich, zwar sinkt der Strompreis pro Kilowattstunde um gerade mal 0,01 Cent, doch dafür steigt der Grundpreis, also die fixe Pauschale, um knapp 30 Euro im Monat. Freunde, wer liest denn die zweite Seite von einem Brief, ja? Bei einem Porno gucke ich mir ja auch nicht den Abspann an. Selber schuld, ja? Und das ist kein Beschiss, das ist Notwehr. Heutzutage, wo jeder gefühlt alle 3 Minuten den Stromanbieter wechseln darf, wie so eine Hafennutte den Freier, da muss ich halt mit Tricks arbeiten, ja? Da kann ich nicht einfach schreiben, edgy-badgy Preiserhöhung. Für mich war das offensichtlich ein Werbeschreiben. Ich sehe hier auf dem Deckblatt lediglich die Ostereier. Doch auf Seite 2 steht, dass Waldemar Kowalik demnächst 20 Euro im Monat mehr zahlen muss. Frohe Ostern, Herr Kowalik. Schön einen ins Nest gelegt, du. Das ist mein Humor. Sie glauben nicht nur, was alles geht. Leute buchen einen Tarif, weil es eine blöde Prämie dazu gibt. Ja? iPads, Fahrräder, Hornhaut, Hobel. Immer wenn die rechnen könnten, würden sie merken, der Tarif ist so teuer, da kannst du dir 3 iPads von kaufen. Ich sag immer, wer auf sowas reinfällt, der pinkelt auch in eine Steckdose. Sollten Sie mal ausprobieren. Ist eigentlich ganz geil. Was ist das denn für ein Menschenbild, Herr Puffpaff? Als wären wir Verbraucher so doofe Eingeborene, die man mit Glasperlen verarscht. Ich will Ihnen mal was sagen, Freundchen. Ich werde in keinem Fall... Oh, ein Kaninchen. Wie süß. Was steht denn da auf der roten Schleife? Mit der Annahme dieses Kaninchens akzeptiere ich eine Preiserhöhung um 300%. Ach nö, wirklich, Herr Puffpaff. Hallo? Sebastian Puffpaff. Hallo Leute, ich bin's, der Heute-Show-Meme-Ersteller. Wenn ihr mehr heißen Scheiß und Lied-Memes wollt, dann abonniert jetzt den Kanal. Was zur Hölle ist ein Meme-Ersteller?